So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World. Wieder mal random Gegner mit dem zufälligen Slime. Hui. Wenn denn Gegner mal auf den Slime draufklicken, weil sonst... Oh. Ah, ich spiele gegen Krambacraft. Auf der Map Dein Holzkopf. Geh zu den Blättern. Okay, welche Blätter? Achso, da. Da geht's los. Okay, okay. Lauf mir nicht weg, bitte. Holen wir uns mal eben kurz den Checkpoint. Dann sind wir wenigstens auf der sicheren Seite. Und dann gibt es natürlich 3 Blöcke Abstand machen wir. Weil sonst wird es nervig. Oh, jetzt habe ich nur Freunde gemacht. Oh, er hat Checkpoint 2. Scheiße, der ist nicht schlecht. Ich will nicht verlieren. Nein. Das sind natürlich ekelhafte Sprünge, ey. Erst ein Leitersprung, dann ein Zaunsprung und er hat Checkpoint 3. Ich werde diese Map voll verlieren, ey. Ich werde diese Map so richtig verlieren. Fuck. Ich schaffe den ersten Sprung nicht mal mehr. Was ist los mit mir? Leute. Checkpoint 4 hat er schon. Ich werde richtig... Ich kriege hier gerade richtig auf den Sack. So. Oh, und er hat gewonnen. Nice. Ich will gerne noch weitermachen. Deswegen spielen wir einfach mal weiter. Und machen mal weiter. Scheiße. Hä, warum sollte man in den Kopf reingehen, wenn man auch einfach hier hochklettern kann und dann... Okay. I don't get it. I don't get it, oh. Wir spielen aber trotzdem mal zu Ende noch. Das gibt auf jeden Fall... Hä, das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich habe verloren. Und das sehe ich auch ein. Die Optik war schlecht. Die Sprünge waren okay. Die Kreativität war mäßig. Ja, schade. Ich habe richtig verkackt, ey. Habe ich nicht gedacht, dass ich so auf den Sack kriege. Oh, wir kriegen einen Jump'n'Run. Gegen einen random Gegner. Bitte. Gegner wieder Crumbercraft. Hinter euch ist ein Portal. Heute ist es mein Jump'n'Run. Bitte bewertet. Gut. Nee, also gut werde ich grundsätzlich nicht bewerten. Ich bewerte immer fair. Zack. Scheiße. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, der Kollege. Das muss ich ihm lassen. Und dass ich zweimal gegen ihn kämpfen muss, ist natürlich mein Pech. Jetzt hat er wahrscheinlich, ja, er hat den Checkpoint. Er ist besser als ich. Okay, das sehe ich ein. Ja, Checkpoint 3 und Checkpoint 4, ist klar. Aber er hat auch das Glück, dass in den Maps immer Leitersprünge vorkommen. Richtig zum Kotzen. Ich hasse Leitersprünge. Ja, ich habe verloren. Ich weiß. Ich weiß, Crumbacraft, ich habe verloren. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Aber ich hasse... Ich kann die Leitersprünge nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ach, jetzt kann ich nicht mal mehr mich zurücksetzen. Dankeschön. Wie ich einfach 3 Sekunden später erst zurückgesetzt werde. Ich kann den Sprung nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zu blöd. Und weil ich mich gerade so selber über mich aufrege, schaffe ich jetzt nicht mal mehr die einfachen Sprünge. Ja, ja, ich habe verloren. Ich schaffe dieses. Nein, ich will es nicht verlassen. Ich will das... Ich will herausfinden, wie man diesen scheiß Leitersprung macht. Leitersprünge sind echt meine Nemesis, ey. Na endlich, jetzt geht's, oder was? Ah, Mann. Ja, das habe ich natürlich verkackt. Also... Wahrscheinlich wäre der Rest alles relativ simpel gewesen. Och, da kann man einfach so rüberrennen, okay.
Ein bisschen dunkel hier, okay. Enchantment war ein super Pick, okay. Und natürlich mit noch mehr Leitern. Aber die gehen wenigstens. Hey, warum soll ich denn da das Leiter-Jump-and-Run machen? Wenn ich einfach hier rüber kann. Warte mal, wir gehen nochmal darüber. Wo muss ich überhaupt hin? Kann mir das jemand sagen? Hier hinten rauf anscheinend. Okay. Und dann? Achso, man hätte da nach rechts müssen und dann da hier rauf. Okay. Okay, okay. Aber hier sind schon wieder Leitern. Oh. Okay, hier hätte er mich spätestens wieder abgehängt. Selbst wenn ich ihn irgendwie eingeholt hätte. Hier hätte er mich spätestens wieder abgehängt. Weil ich das einfach nicht hinkriege. Ich kriege keine Leitern hin. Ich hänge auch immer an der Seite von der Leiter fest, wenn ich irgendwie hochhüpfen möchte. Gott sei Dank, ey. Mann. Ey, Fails, 3 Minuten. Es ist keine schlechte Zeit, aber es ist halt... Der andere ist halt besser gewesen. Die Sprünge waren mäßig. Ich hasse Leitersprünge. Aber die Kreativität war okay. Die Sprünge waren mäßig. Die Optik war okay. Das war jetzt nichts Besonderes. Wir versuchen nochmal. Vielleicht kriegen wir wieder denselben Gegner. It's Luca diesmal. Auf, wer ist der Jump Slime? Okay. Von It's Slime HD. Alter. Ist das dein Ernst, Kollege? Oh, Gott sei Dank. Hui. Alter. Wie ich eben das Ding in die Fresse werfe. Oh. Ist klar, dass hier wieder so ein Jump Boost ist. Der ist jetzt natürlich immer noch vor mir, der Kollege. Und, achso, Teleporter. Nice, es hat endlich mal jemand Teleporter benutzt. Oh. Warte auf mich. It's Luca. Warte auf mich. Nein. Scheiße, er ist ganz knapp vor mir, ey. Ah, fuck. Jetzt habe ich wieder falschen Dings benutzt. So, 3 Blöcke Abstand. Das hat mich jetzt echt aufgehalten und jetzt hat er gewonnen, weil ich mich doof aufgehalten habe. So, ey, ich würde schon gerne bewerten. Okay, Sprünge waren okay, die Optik war mäßig. Es war jetzt nichts Besonderes, es war nichts Schweres, es war nichts zu Leichtes. 1 Minute 30, 10 Fails. Und das Ende war kacke. Dadurch, dass man da jetzt am Ende festgehangen hat mit einem negativen Boost. Warum auch immer. Was soll der Scheiß? Und wir gucken mal, dass wir die nächste Map kriegen gegen MLWG 2015 Paluten Schweine Edgar Feld. Ach, Schmetger. Schweine Edgar. Ja, genau. Schmetgers Thron, hä? Wo muss ich hin? Kann mir das irgendwer erzählen, wo ich hin muss? Ich bin zu blöd. Oder habe ich was übersehen? Ah, okay. Das ist natürlich richtig fies. Cameron. Schlau gebaut auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer der Rechte da sein soll. Muss ich sagen. Und mein Mate kommt nicht hinterher. Beziehungsweise eigentlich ist es ja mein Gegner, aber. Paluffel Jordan. Welcome in my. Was? Natürlich Paluffel. Wer ist denn Jordan? Oder obwohl so viel habe ich Minecraft. Oh. Okay. Wer ist denn Jordan? Oder stand da nicht zwischen? Wer kam in Minecraft Freedom vor? Vor falsch geschrieben, aber wer ist denn Jordan? Kann mir das jemand sagen? Ich habe da nicht genug Folgen von geguckt. Aha. Wo wohnt Pedizzle? Er kommt aus Hamburg, wohnt in Kölle. Scheiße.
Okay. Wie es aussieht, muss man hier rum. Genau, habe ich mir gedacht. Leitersprünge. Wir treffen uns mal wieder. Zack, so. Richtig, ja. Ach so. Stand das noch nirgends? Du hast es geschafft. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Hoffentlich Palle. Ich bin nicht Palle, tut mir leid. Die Sprünge, die Kreativität war gut, die Sprünge waren gut. Die Optik war gut. Es war alles gut, es war nichts Besonderes. Mir hat Schmidtger so ein bisschen gefehlt. Das war eine schöne Falle. Aber ich habe die Frage nicht verstanden. So leid es mir tut, so leid es mir tut, ich weiß nicht mehr, wer Jordan ist. Aber es stand auch Paluffel da, ne? Also, Paluffel. Naja. Wir spielen gegen Mika auf der Map Unges Turm. Und wir hoffen mal, dass die nicht so viel kann. Oh, die hat schon zwei Fails. Okay. Nein! Jetzt haben wir einen Fail. Ach, und wir dürfen alles nochmal machen. Ah, ist klar. Ist klar. Warum auch nicht mal Checkpoint setzen, ne? Warum auch nicht mal einen Checkpoint setzen? Nein, 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 nein! Oh, warum setzt der da oben da kein Checkpoint hin? Der blöde Hund. Wahrscheinlich hat die jetzt, genau, die hat jetzt den Checkpoint, wo ich wahrscheinlich kurz vorher runtergefallen bin. Kann sich jetzt richtig Zeit lassen, ey. Weil ich zu doof war. Und schon wieder, ich fasse es nicht. Das tut mir echt leid. Da rege ich mich über mich selber auch auf. Da weiß ich nicht, was mit mir manchmal falsch ist, dass ich solche Sachen einfach vergesse. Und dabei ist das doch gar nicht so schwer. Fuck! Ja, okay, die hat gewonnen, ey. Das ist wieder mal meine typische Dummheit gewesen. Ich habe jetzt heute 3 Runden verloren wegen Dummheit, glaube ich. Und beziehungsweise auch wegen meinem Unvermögen für Leitersprünge. Aber hauptsächlich wegen Dummheit. Und das tut mir auch echt leid. Wo ist denn dieser scheiß Checkpoint hier? Hier oben drauf? Ja, endlich. Oh, eine Enderpearl. Okay. Scheiße, das war vorbei, glaube ich. So, aber warum sollte ich mich nicht auch da hochwerfen? Oh. Okay. What the fuck? Viel zu weit, glaube ich. Okay, das ist rote Wolle. Also in dem Sinne werfen wir uns mal hier ran. Oh. Ist das hier ein Jump Boost? Ja. Okay. Scheiße, sie hat gewonnen. Okay. Mika, hast du gut gewonnen. Aber wir versuchen es trotzdem noch zu beenden. Das hier gefällt mir gar nicht gerade. Was soll der Scheiß? Warum heißt das Ding überhaupt Unges Turm? Man weiß es nicht. So, hoch. Jetzt daran werfen. Was ich fast verkackt hätte gerade. Warum hat er hier Jump Boosts genommen? Das ist doch auch nur ein Verarsche. Okay, können wir irgendwo. Da könnten wir irgendwie uns ranbuggen. Aber kann ich nicht auch versuchen, direkt darüber? Nee, ach. Lass uns mal versuchen, das ordentlich zu machen. Uiuiui. Wir haben natürlich wieder verloren. Das ist echt unglaublich, wie oft ich heute Runden verliere. Nur weil ich ein Noob bin. So. Oh, schön. Ich dachte gerade schon, dass ich das auch wieder verkacke. So, gewonnen. Glückwunsch, hast du es geschafft. Ja, die Sprünge waren ganz gut.
Die Kreativität war okay, die Optik war mäßig. Eigentlich auch eher schlecht, aber egal. Wir lassen uns nochmal eine Runde versuchen. Vielleicht gewinnen wir ja auch mal irgendwas. Das wäre ja mal was ganz Neues. Dass ich mich nicht dumm anstelle und mal was gewinne. Aber dafür müssten wir einen Gegner kriegen. Was wir aber nicht kriegen, wie es aussieht. Vielleicht will auch keiner hier spielen. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich muss einen Cut setzen, bis ich einen Gegner habe. So, weiter geht's, wie es aussieht. Auf der Map Strich von irgendwem. Der Name, den will ich nicht vorlesen jetzt. Gegen Patrick Returns. Ich wusste nicht, dass er schon mal da war, aber Patrick Returns anscheinend. Ist das sowas wie Superman? So. Oh. Ich sammle hier gerade die Fails durch Dummheit wieder. Fängt ja gut an. Und er entkommt mir. Wieso entkommst du mir? Nein, ich habe den Checkpoint nicht. Aber hier ist ein Checkpoint, gut. Und hier ist ein Abfuck, okay. Okay. Das war ein roter Block. Ist das auch ein roter Block? Scheiße, ich habe es trotzdem verkackt. Oh. Nein! Oh, wie unfair. Das ist wirklich ekelhaft unfair. Scheiße. Das werde ich niemals... Jetzt habe ich vergessen, dass da ein Dings war. Ein Jump Boost. Ich habe die Befürchtung, dass mein Gegner gleich lieben wird. Scheiße. Wobei, wir sind beide noch beim selben Checkpoint. Und er lernt dazu, wie es aussieht. Oh Mann. Dass man hier jetzt auch noch Blindness und Slowness hat, ne? Das ist immer besonders angenehm für alles, was man hier so spielen kann. Er hat das Jump'n'Run verlassen. Okay, ich dachte, er hätte es geschafft, aber das war das falsche Geräusch dafür irgendwie. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Es ist immer schön, wenn die Leute alle leaven. Also, das würde ich ja nicht tun. Wenn ich gegen anderen Spieler spiele, zu leaven ist einfach kacke. Weil der andere Spieler möchte ja auch ein bisschen einen Gegner haben. Und einfach zu leaven ist halt extremst unfair. Gibt es hier irgendwie einen Trick? Nein. Alter, ist das ein ekelhafter Hurenscheiß-Kack-Dreck-Mist. Da muss mir mal jemand erklären, wie man den machen soll. Ich meine, ich verstehe es, dass Dings gelieft ist, Patrick. Aber der Map-Erbauer, dieser Diese wie auch immer er heißt. Was hat der sich dabei gedacht? Das ist doch kacke. Das macht doch keinem Spaß. Das macht doch nicht mal ihm selber Spaß. Wenn ich jetzt diesen Jump Boost, diesen Speed Boost durchgehend hätte, dann würde ich ja verstehen, aber habe ich halt nicht. Den habe ich für 2 Sekunden oder so. Viel zu spät abgesprungen. Ich muss einen Zeitraffer setzen, bis ich es geschafft habe. Lol, jetzt werde ich einfach mal zurückgebackt. Ich weiß nicht, wie man diesen Sprung schaffen soll. Ich weiß es nicht. Oder übersehe ich was? Wieso ist da eigentlich so ein Riesenturm? Aber da auch. Ich verstehe diese Kacke nicht, ey. Das ist doch richtig scheiße gemacht. Ist hier irgendwo was versteckt? Nein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe diese Map nicht. Ich komme da vorne gar nicht rüber. Dafür habe ich viel zu wenig Schwung. Und ab und zu wird man auch, selbst wenn man das Ding nicht berührt, wird man einfach zurückgebackt. Weil weil die Programmierung davon einfach kacke ist. Ich befürchte, diese Map muss ich abbrechen. Weil das einfach nur gerade
Fails sind, die ich sammle und gar keinen Spaß und ich weiß auch nicht, warum die alle im Chat so ausrasten. Das ist ja nicht der echte Maudado, das ist doch nur irgend so ein Faker. Also das ist echt eine richtig schlechte Map. Und es kotzt mich nur an. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil man da irgendwie gar nicht rüberkommt. So, ich gebe erstmal schon mal schlecht überall. Ich versuche das jetzt nochmal, bis ich 70 Fails habe. Und, ups, okay, 71. Wenn ich solche Tote habe, dann rechne ich nicht einen drauf. Nee, ich war doch schon in der Luft. Das werde ich nie verstehen. Diese roten Blöcke, die sind so schlecht programmiert. Nee. Das werde ich nie verstehen. Warum wird man auf den roten Blöcken immer zurückgesetzt? Scheiße. Also, auf den roten Blöcken ist... Oh, jetzt habe ich mich umsonst zurückgesetzt. Das, ich rechne noch ein paar Sprünge, ein paar Mal versuche ich noch. Auf den roten Blöcken ist mir ja klar, aber selbst wenn man die nicht erwischt, die roten Blöcke, dann wird man auch ganz oft zurückgesetzt. Das ist einfach richtig miserabel umgesetzt. Ich meine, die Idee ist super, solche Blöcke reinzusetzen, weil das erspart halt Leuten irgendwie in Lava zu ertrinken oder so ein Quatsch. Was auch viele als Todesursache gerne nehmen wollen in diesem Spielmodus. Oder gerne nehmen, besser gesagt. Aber ich werde nie verstehen, warum das so schlecht umgesetzt ist. Komm, wir versuchen es noch einmal und dann hat sich das. Dann habe ich da nämlich gar keine Lust mehr drauf, weil das ist einfach nur Abfuck. Und was war das jetzt? Jetzt war wieder Mega-Lag. Nee, das lasse ich nicht. Das lasse ich nicht so auf sich sitzen. Na komm, ich will wenigstens noch einmal zu dem Roten da oben hin. Nee, 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 das schaffe ich nie im Leben, wenn nicht das Ziel irgendwo anders versteckt ist. Oh. Bewertet habe ich schon schlecht, ja. Gut, dann kann ich auch leaven. Das ist mir zu blöd, muss ich echt sagen. Wir spielen gegen in einem Engine auf Venikraft und Basti GHG. Und wir lesen uns nicht alles durch, weil er direkt lossprintet. Und mir nicht mal die Zeit gibt, alles durchzulesen, dieser dreckige Hund. So, er ist runtergefallen. Das ist jetzt gerade gut für mich. Huiuiui. Nein! Und ich hab's auch verkackt. Okay, wir setzen uns einfach mal zurück direkt. Und machen weiter. Da ist unten so ein Fake-Maudado und seitdem der online ist, fuck it! Was ist denn das für eine Map? Warum finde ich nur solche Maps? Und, oh. Du schaffst es nicht. Ne, scheiße. Jetzt hat er es geschafft, jetzt habe ich verkackt. Er hat Checkpoints 1 erreicht. Ich schaff's nicht. Fuck. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Weil dieser dreckige... Nein, ich bleib immer an der Wand hängen. Ich hab so das Bedürfnis, mich so an die Wand zu drücken, während ich springe. Und dadurch wird man halt in Minecraft langsamer. Und jetzt verkacke ich sogar den Scheiß. Und... Das ist eine echt nicht so leichte Map, muss ich sagen. Oh, endlich. Wahrscheinlich erreicht er jetzt Checkpoint 2. Ah, ne, er ist hier. Hallo, Spieler. Nein. Okay. So, er sammelt gerade ein paar Fails, der Kollege. Nein! Und jetzt sammle ich Fails. Ich bin doof. Ach, Leute. Wieso denn immer so viele Leitersprünge? Ich werde das
nie verstehen, was die ganzen Assis sich hier mit Leitersprüngen zu bomben. Oh, er hat es schon geschafft, okay. Das war anscheinend wohl EZ schreibt da, richtiger Hurensohn. Ja, was, ich verstehe das nicht, warum die Leute überall mit Leitersprüngen arbeiten. Oh. Ich werde es auch nie verstehen, echt nicht. Nee. Oh, ey. Können die denn nicht normale fucking Jump'n'Runs machen? Also schon allein, ich meine, ein, zwei Leitersprünge, da habe ich ja nie ein Problem mit, ne? Aber hier sind einfach 20.000 Leitersprünge und das ist einfach nur nervig und muss ich echt sagen, da habe ich echt keinen Nerv zu. Ah, Gott sei Dank, endlich. Wo muss ich jetzt hin? Da nicht. Ach so, okay. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, das wäre echt bitter gewesen. Und dass da oben kein Checkpoint drauf war, ist auch fies. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach komm, es waren schlechte Sprünge, die Grafik war okay. Es war halt ein Wendikraft und ein Basti GHG. Was soll ich zu den Sprüngen sagen? Die waren kacke. Es war einfach kein Spaß gemacht. Es hatte auch keine Kreativität. Es waren einfach nur Zaunsprünge. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt noch einen Gegenspieler kriege. Vielleicht wieder diesen einen Engine. Oder ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen. Ist das nicht hier der Skin, den Paluten letzte Zeit oft hatte? Ich glaube ja. Wer ist denn Julia? What the fuck? Ich darf gegen Julie Jack spielen. Auf na, Map behind you, hinter dir. Okay. Go. Wohin? Wohin muss ich denn? Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo das Ziel am Boden. Und ich versuche jetzt einfach mal das Jump'n'Run lang zu hüpfen. Oh ja, Checkpoint 1. Okay. Checkpoint 5, ist klar. Ich habe jetzt Checkpoint 7, okay. Wo muss ich hin? Achso, auf dem Baum, okay. Scheiße. Das ist fies gemacht, aber schlau. Down, down, down. Ach Quatsch, Alter. Hier kann man einfach direkt hinlaufen, wenn man die Map kennt. So, wo muss ich hin? Wahrscheinlich dahin. Boah, Alter. Nicht schlecht gebaut. Also ist sau schwer, aber nicht schlecht. Wieso hat ihr jetzt mehr Checkpoints als ich? Kommt man hier wieder irgendwo raus und die hat gleich das Ziel oder was? Jetzt hat sie Checkpoint 9? Wie hat er die denn sortiert, ey? Wir gehen einfach mal hier lang. Oh, wir wurden zurückgebackt. Jetzt hat er Checkpoint 11. Ach, und jetzt kommen wir hier wieder raus? Nee. Ach, Leute. Jetzt habe ich Checkpoint 15. Mapperbauer, ich hasse dich gerade. Checkpoint 16. Hast du hier vorne das Ziel hingesetzt? Nee. Wo muss ich hin? Da, okay. Alter. Map-Erbauer. Ist das dein Ernst? Hier ist ein Portal. Jetzt hat er hier ein Portal versteckt, um einen abzufacken.
Was ist da drin? Gibt es da drin was? Wir springen mal rein. Yuja, oh mein Gott, ich kenne Yuja hier nicht. Ach, jetzt hätte man einfach auch hier hinlaufen können. Leute, ist das der Ernst von dem Map-Bauer? Man kann einfach drei Viertel der Map abkürzen. Wahrscheinlich kann man sogar alles überspringen. Die hat jetzt einfach mal Checkpoint 22. Ach, da unten ist es. Okay, aber da komme ich so nicht rein. Oh, okay. Ach Quatsch, jetzt muss ich hier wieder durch. Oh, wie nervig. Okay, sie ist genau in mir. So richtig nervig. Und wieso gehe ich hier nochmal rein? Ich weiß doch, wo ich hin muss. Das nächste Mal gehe ich einfach außen lang. So, er ist... Oder Julie Jack? Ich weiß nicht, vielleicht sind das zwei Leute, die sich einen teilen. Ein Account. Deswegen dieser Doppelname. So. Nein! Nein! Scheiße. Wie ich Leitersprünge einfach abgrundtief hasse. Ich meine, dieser Spielmodus, der bringt mir halt Leitersprünge jetzt langsam bei, aber es ist halt so richtig so ein Nervmodus, ne? Oder beziehungsweise so ein Nerv-Objekt hier drin im Spiel. Gott sei Dank. Ich habe gewonnen. Hui. Man konnte nicht abkürzen. Da hast du Glück gehabt, Map-Erbauer. Ne, wir brechen erstmal ab. Man konnte nicht abkürzen. Sonst... Oh, er hat einfach verlassen. Okay. Sonst würde ich dir jetzt überall sehr schlecht geben. Aber man kann halt viel überspringen. Deswegen, ich gebe überall mäßig, weil man halt so viel überspringen kann. Dass man einfach nur das da machen muss. Das ist unglaublich. Kann ich die Map neu starten? Ja, kann ich sogar. Das mache ich nämlich mal eben und dann mache ich mir einen neuen Rekord. Und wenn man am Anfang einfach mal guckt, dann findet man das auch direkt. Und das ist halt dumm. Wirklich dumm. Ich hasse sowas. Muss ich echt sagen. Es gibt wenig Sachen, die ich so wenig mag wie unnötige Jump'n'Runs. Vor allem das mit dem Spinnennetz war unnötig, die Lava war unnötig. Hier, ich kann das Ding wahrscheinlich mit einem oder zwei Fails abschließen. Und da ich keinen Fallschaden habe, kann ich das einfach sogar ohne Fail neu machen. Und ich werde mal eben Zeitraffern, weil sonst wird die Folge einfach ewig lang. So, erster Checkpoint. Zweiter Checkpoint. Dritter Checkpoint und zack und gewonnen mit 1,15 und 0 Fails. Also, ne, überall mäßig ist schon gerechtfertigt. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.